Herzlich willkommen in der Mosaikschule, einer privaten Volksschule des evangelischen Diakoniewerks Gallnerkirchen. Bei dieser virtuellen Führung durch unsere Schule geben wir nicht nur Einblick in unsere wunderschönen Schulräumlichkeiten, sondern wir wollen auch ein Gefühl für unseren Schulalltag und für unser pädagogisches Konzept vermitteln. In unseren 300 Quadratmeter großen, hellen, neuen Schulräumlichkeiten finden unsere Kinder eine entspannte Lernatmosphäre, die Lust macht, Neues zu erlernen und ihre Potenziale zu entfalten. Neben den Innenräumen steht uns auch noch viel Raum in der Natur zur Verfügung. Schulgarten, Obstwiese und Wald sind genauso Lernraum in der Mosaikschule. An der Mosaikschule ist uns das freie, selbstbestimmte Lernen sehr wichtig. Uns ist wichtig, dass sich die Kinder selbsttätig, selbstständig entfalten können. Ein großer Schwerpunkt unserer Schule ist die Vermittlung eines christlich-humanistischen Weltbildes. Und da legen wir eben besonders Wert darauf, die Feste des Jahreskreises zu feiern. Vernetztes Lernen im Innen und im Außen ist uns ganz wichtig. Die Kinder sollen einfach ein großes, umfassendes Bild von unserer Welt und von allem, was es da gibt, erhalten. Wir lernen in altersgemischten Gruppen. Demokratische Bildung und Mitbestimmung spielt eine Rolle. Die Kinder sollen einfach auch ihre Ideen einbringen dürfen und auch mitbestimmen darüber, was in der Schule passiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Philosophieren mit Kindern. Außerdem leben wir Multikulturalität und Mehrsprachigkeit. Wir beziehen die Erst- und Zweitsprachen der Kinder mit ein und natürlich spielt auch die Lingua Franca Englisch eine große Rolle. Orientierung an neurobiologischen Erkenntnissen erlangen wir durch Fortbildungen, durch Selbststudium. Wir Lernbegleiterinnen. Unser Konzept ist ausgerichtet an reformpädagogischen Elementen, wie zum Beispiel der Freinet- oder der Montessori-Pädagogik. Und da wir hier auf einem Biobauernhof sind, ist natürlich das Leben in und mit der Natur etwas, das wir zelebrieren. Wir sind ganz viel draußen, wir sind im Wald, wir sind im Garten und wir pflegen unseren Schulgarten, wir erleben die Natur mit allen Sinnen. Ja, und nun hoffe ich, dass wir Ihnen und euch ein Bild von der Mosaikschule vermitteln konnten, einen Einblick geben konnten in unser pädagogisches Konzept, in das, wie wir leben und arbeiten. Und letztlich möchte ich noch meine Dankbarkeit aussprechen. Ich bin dankbar dafür, dass wir hier so eine schöne Schule, einen so wunderschönen Lernort haben, wo wir gemeinsam mit den Kindern leben, arbeiten, wachsen und uns weiterentwickeln können. Ja, und nun spiele ich den Ball zu Ihnen. Sie oder ihr als Eltern dürft jetzt entscheiden, ist das eine Schule für mein Kind? Ist das eine Schule, wo ich als Mutter, als Vater die Werte, die dort gelebt werden, auch mittragen kann? Und wo ich hinter dem Konzept stehen kann.